Ja, liebe Freundinnen und Freunde von Frauenrechten und Chancenfairness, wie Sie wahrscheinlich viele von Ihnen wissen, habe ich mich über 40 Jahre in der Wirtschaft für das Thema Talente und Talent eingesetzt, habe dort auch richtig gekämpft und ich hatte vor 22 Jahren wirklich mein Saulus-Paulus-Erlebnis zum Thema Frauenrechte, wo es mir klar wurde, dass es nicht nur um eine generelle Entwicklung von Talent geht in der Wirtschaft, in den Unternehmen, sondern um was viel Substanzielleres, nämlich um die Vermeidung von Diskriminierung und um die grundlegende Sicherung von Chancenfairness für Frauen in der Wirtschaft. Und das hat mich natürlich zutiefst berührt, dass nicht alle Menschen in der Wirtschaft gleich sind, sondern 50% ein Geschlecht bei Karriere, bei Vergütung, bei Wertschätzung gleicher ist. Und ich erinnerte mich, wie meine Mutter vor über 30 Jahren kämpfen musste mit meinem Vater, dass sie ihren Beruf wieder ausüben durfte, nachdem ihre beiden Söhne 6 und 8 Jahre alt gewesen sind. Und das hat mich, dieses Erlebnis, das ich dann später bei Lufthansa hatte, als mir die Beauftragte für Chancenfairness und Gleichstellung mitteilte, wie zum Teil miserabel es für Frauen, für weibliche Talente ist in der Firma, hat mich sehr berührt. Deswegen habe ich dann auch vor über 9 Jahren entschieden, zusammen mit meinen Vorstandskollegen bei der Deutschen Telekom eine freiwillige Selbstverpflichtung einzugehen für 30% Frauen in der Führung. Ich wurde damals übrigens auch von einigen gescholten, dass es nicht 50% sind. Aber ich sage ganz offen und ehrlich, heute würde ich sagen, der Weg für die 50% ist frei, dass die Unternehmen eine solche Verpflichtung eingehen. Und natürlich habe ich jetzt auch in meinem neuen politischen Leben, ich habe ja im zarten Alter von 66, habe ich mich entschieden, eine politische Karriere zu machen. Ich bin heute Parlamentarier, Bundestagsabgeordneter vorne im Reichstag. Ich habe für meine Partei, die sich auch nicht leicht tut mit dem Thema Chancenfairness, die FDP, die auch große Herausforderungen hat, vielleicht sogar größere als manch andere Partei, habe ich mich eingesetzt und wir haben in Bayern auf unserem Landesparteitag einen wunderschönen Beschluss gefasst, dass auf jeder Liste Kommunalwahlen, Bezirkstagswahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen eine Frau auf Platz 1 oder 2 ist. Punkt. Und das ist natürlich eine Sache gewesen, eine Entscheidung, die wurde hart errungen in stundenlanger Debatte und natürlich in einer ähnlichen Richtung habe ich jetzt gerade auf unserem Bundesparteitag in der mir eigenen Art eine feurige Rede gehalten. Und ich glaube, wir haben dort auch einen guten Schritt nach vorne gemacht. Noch nicht einen ganz großen, aber einen guten Schritt. Mir ist aber auch in diesen 2, 3 Jahrzehnten Wirken für das Thema Chancenfairness, mir ist eines bewusst geworden. Alles Ringen um Frauen an der Spitze hilft nichts, wenn nicht gleichzeitig auch die Kultur in den Parteien, in den Unternehmen, in den Verwaltungen geändert wird. Das heißt, die Kulturreform von unten ist sozusagen die andere Seite der Medaille der Symbolpolitik und auch der machtvollen Politik an der Spitze. Das Zweite, was mich schon auch beschäftigt, wenn Frauenrechte Menschenrechte sind, dann ist es ungeheuer wichtig, dass die Frauenorganisationen dieses Landes noch stärker Bündnisse eingehen in der Diversity Community. Egal, ob das auch mit den Schwulen und Lesben, ob das mit Senioren ist, wie auch immer. Im Grunde geht es um die Menschen, die um ihre Menschenrechte kämpfen. Und dort dürfen wir nicht in den Silos sein, sondern gemeinsam für die gute Sache ringen. Und last not least, man muss mit fast allen Parteien gesprächsfähig sein. Also nicht nur sozusagen mit den Linken, Grünen und den Sozialdemokraten, sondern natürlich auch mit denen, die sich ein bisschen schwerer tun.
mit einer CDU, CSU und mit einer FDP und dort wirklich die Gesprächsfähigkeit herstellen. Aber als ehemaliger Manager und heutiger Parlamentarier möchte ich eigentlich schließen mit einem dreifachen Appell an meine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, Personalchefinnen und Personalchefs in der Republik. Erstens, wir brauchen in allen Unternehmen diskriminierungsfreie Förderung und Karriere, chancenfaire Auswahlprozesse, 50% Frauen in der Führung als Ergebnis. Zweitens, wir brauchen eine diskriminierungsfreie Vergütung, Equal Pay, und da muss jeder Personalverantwortliche das Auge drauf haben, Jahr für Jahr, dass diese sichergestellt ist. Denn nur die Transparenz ist das eine, das Handeln ist das zweite. Und last not least, wir brauchen eine Arbeitskultur mit dem Recht auf Homeoffice, mit Vertrauensarbeitszeit, mit Souveränität für die arbeitenden Menschen, die insbesondere dann auch den Frauen die Möglichkeit gibt, in ihrer eigenen Souveränität Arbeitsorganisationen, Arbeitszeit auch einzuteilen. Ganz herzlichen Dank Ihnen alle trotz Regen. Viel Spaß hier bei dieser Veranstaltung und viel Energie beim Einsatz für Frauenrechte, denn das sind Menschenrechte.